Leute, herzlich willkommen zurück zu Samcard und ein weiteres Video von Snowblower Simulator. Ja, und zwar geht es halt darum, dass wir hier ein bisschen Schnee wegmachen bei uns, bei der Nachbarschaft. Und wir haben letztens kennengelernt, es gibt verschiedene Kleidung, es gibt oben links, wie man sieht, Kalorien. Jetzt sieht man es besser. Es gibt auch eine Temperaturanzeige und wenn wir unter dieser Temperatur arbeiten, dann werden wir krank und sowas alles und müssen das dann auch noch versorgen und. Also ganz interessantes System eigentlich. Und ja, und im Gegenwirken kann man das halt mit Kaffee und sowas alles. Und wir haben hier auch unser Inventar. Ich habe mir schon die nächste Kleidung gekauft. Und die Thermoskanne können wir mitnehmen, die macht uns sozusagen warm. Ja, und ja, Essen kann man auch kaufen, das bringt uns Kalorien. So, wir haben uns schon die ersten zwei Werkzeuge gekauft. Die kleine Schaufel war eigentlich nichts, die hat eigentlich immer nur hin und her geschoben. Und der hier, der Scrapper, der schiebt bis zu 100 Kilo Schnee. Das ist schon eine interessante Art und Weise zu arbeiten und geht auch vor allem viel, viel schneller. So, und ja, genau, das haben wir jetzt freigeräumt. Jetzt müssen wir wohl irgendwo was machen. Ich muss mal gucken, was wir jetzt machen müssen. Irgendwie haben wir jetzt neue Aufträge bekommen. So. Auf der Karte, was haben wir hier? Schnee vom Büro. Okay, wir müssen jetzt hier hin. Mr. und Mrs. Smith müssen wir jetzt zum nächsten Anwesen. Das heißt, wir starten jetzt unser Auto. Und dann gucken wir da mal. Einsteigen. Ach, hier. Einsteigen. So. Aus dem Fahrzeug steigen. Licht. Okay, cool. Notbeleuchtung. Ah, cool. Kamera wechseln. Ah. Alles klar. Das hört sich ein bisschen komisch an, das Auto. Nicht gesund. Warum hört sich das so komisch an? Und wie gesagt, der Hintergrund, der finde ich immer noch störend hier, weil man einfach nicht unten links sieht, was man machen kann. Pannenhilfe ist J, Equipment ist das, okay. Okay, gut. Achso, ich muss ja noch irgendwie aussteigen. Wo war aussteigen? X. X ist aussteigen, okay. Ich muss noch das Tor öffnen. Zack, zack. Hier hoch, biff. So, was hier? Okay, Job nicht zum zweiten Mal. Gut, okay. Also ich muss dann am Briefkasten rangehen, wenn ich das ändern will. So. Dann gucken wir mal. Perspektive ein bisschen ändern. Okay, rauszoomen kann ich auch. Gut. Oha, was ist hier los? Und ja, er rutscht ein bisschen, ganz schön. Da muss man echt aufpassen. Ich habe es halt realitätsnah eingestellt, deswegen muss man da ein bisschen gucken. So. Ja. So, sind wir jetzt schon hier? Ist das schon unsere Karte? Gucken wir auf M. Ja, hier müssen wir hin. Traktor. Da, wo ich hin muss? Ziel auswählen. Okay, aber er zeigt das nichts an, ne? So. So, es sind noch irgendwie keine anderen Autos irgendwie da. Okay. Die haben sogar einen Traktor. Hier steht was. Ah, hier. Das muss ich alles wegmachen. Alles klar. Das heißt, wir machen wieder zu. Briefkasten. Schneiden, sieh das Anwesen gründlich ein. Was steht denn da jetzt? Benutze eine kleine Schaufel, sieh die Liste. Die Arbeit überprüfen. Ah ne, die Arbeit übergeben. Verstehe nicht. Die Arbeit übergeben? Hä, okay. Okay, naja, ist ein bisschen umständlich hier mit der Übersetzung. Arbeit übergeben. Ja,
Muss ich nicht verstehen. Sie können den Traktor fahren und fast überall Schnee räumen. Sie können den Flug nicht durch einen anderen ersetzen, aber der Originalflug ist effizient genug, um sogar Schnee von einem Schulhof zu räumen. Der Traktor ist mit einer standardmäßigen WSAD-Steuerung und automatischen Getriebe ausgestattet. Wie immer sollten Sie auf die verfügbaren Funktionen achten, die in der unteren linken Ecke angezeigt werden. Wenn der kleine Traktor irgendwo abseits der Straße stecken bleibt, um Sie nicht herauskommen, rufen Sie den Pannendienst. Okay. Gehört jetzt der mir oder was, der Kleine? Das wäre ja cool, wenn der mir gehört. Einsteigen, so. Hebe oder senke den Flug, okay, zack. Oha. Oha, hier sind so viele Steine, ach du Scheiße. Was ist denn mit dem los? Okay, der schiebt aber auch echt gut, ne? Wie viel macht der denn? Okay, sind irgendwie immer blöde Steine da. Keine Ahnung, was der hier macht. Ah, so ein bisschen. Könnte das noch ausgereifter sein, so, ne? Aber okay. Gehen wir schon irgendwie hin. Oha. Überall Steine hier. Schiebt er die nicht weg? Aber ich muss ja jetzt nicht hier 100% schaffen. Ich muss ja bloß immer Dings schaffen, ne? Eine grüne Zahl und dann ist es okay. So, zack. Einfach hier rein schieben. Müsst ihr jetzt auch einfach durchs drüber fahren? Geht der Schnee auch einfach weg. Also ist das doch gar nicht so schlecht. Zack. Aber irgendwie so das Feinfahrgefühl oder so ist hier irgendwie nicht. Keine Ahnung. Der macht einen Zahn nach vorne, wenn ich nach vorne drücke. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das einen Anzeigebug gibt, aber... Wenn du gekleidet bist, fängst du an, die Temperatur zu verlieren. Und wenn du für längere Zeit eine Temperatur unter 36 Grad hast, steigt die Wahrscheinlichkeit einer Krankheit. Ja, wie viel Grad ist es denn? Bin ja geschützt. Minus 5 Grad. Hat die Frage, ob das so ausreicht, ne? Aber kein Problem, wir haben ja Kaffee. Wir haben Kaffee mit, wir können hier schön Kaffee trinken. So, 36,7 Grad und dann ist alles wieder dufte. Oha. Ey, was soll das? Ey, Hilfe! Hilfe! Oh, was ist das? Also da, Kollision, da muss echt noch ein bisschen, alter Schwede, da habe ich gerade Angst gehabt. Was passiert hier? Auch, dass er so viel liegen lässt, ne, das ist echt schon krass. Ich muss hier echt 5000 Mal durchfahren. Ah, jetzt habe ich mich verdrückt. Mensch, geh doch einfach nach unten, ey.
Okay. Ah, da oben rechts sagt er mir wirklich tatsächlich, zeigt er mir ungefähr an, was ich machen muss. Ah, jetzt. So, die Einfahrt muss nämlich noch freigemacht werden. Zack, ist eine komische Auffahrt. Und ich komme da natürlich wieder nicht hoch. Jetzt. Okay. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Kann ich das Tor eigentlich auch jetzt auf die andere? Mal X. So. Kann ich das auch nach da öffnen? Nein. Warum nicht? Wäre schon schön, wenn ich das nach da öffnen könnte. Aber nee. Geht halt einfach nicht. Müssen wir mit klarkommen. Reicht denn das schon? Arbeit übergeben? Nee. Also es muss grün sein. Dann macht er das auch. Gut, aber ich denke mal, wenn ich 80% geschafft habe, dann reicht das. Also ganz dieses System ist noch nicht so ganz ausgereift, schätze ich mal. Ihr seht schon, also es gibt schon echt Schwierigkeiten. Er zeigt mir jetzt auch gar nicht mehr an, wie viel das tatsächlich wirklich sind. Und er hat es auch irgendwie nicht gerade so. Keine Ahnung. So ganz will er das auch gar nicht machen hier. Komisch. Also er rechnet es mir irgendwie trotzdem an da oben, aber irgendwie auch nicht. Verstehe ich nicht. Schade, meine Anzeige ist irgendwie buggy. Na, gib mir noch die 2. So. Zack. Ah, jetzt zeigt das wieder an. Gut. Hoffe bei 80% das reicht. Nee, reicht nicht. Okay. Müssen wirklich 90% sein, wa? Krass. Das Problem ist halt hier, sobald eine kleine Kollision kommt, hört er halt auf, das zu bearbeiten hier. Das ist natürlich nicht so gut. Schon hat er aufgehört. Also eine kleine blöde Kollision hier dran ist. Also hier läuft es nicht weiter.
ich an so einer Lampe hängen bleibe. So. Egal, ich stratze hier einfach durch. Dann ist der ganze Schneehorn weg. So. Guckt euch das an. So, mache ich eben so. Scheiß auf die Werkzeuge. Ich stratze hier einfach durch. Dadurch ist der ganze Schnee weg. Ah, ich vernichte den Schnee durchs Trampeln. Ich bin ein Schneemammut-Trampeltier. Zack. So. Oh Mann, ey. Ist doch bescheuert mit diesem dämlichen Stein. Testet man das nie mal vorher, oder was? So. Ah, 94. Ich muss genau 90% haben, ey. Das ist echt anstrengend. Das ist total bekloppt. Auch die Kollision hier. Das ist meilenweit entfernt, der Scheißstein. Junge. Trampel ich ihn eben kaputt. Bisschen rumtrampeln und dann ist der Schnee auch weg. Ich wische sozusagen den Boden. Guck mal, ja. So geht's natürlich auch. Ich wische den Boden von Schnee weg. Oh Mann, ey. Wirklich. So geht es teilweise einfach, einfach krasser weg als mit dem scheiß Schneeflug hier. Oder? So. Das ist der schneefähige Simulator. Auch hier. Man verbraucht zwar Kalorien, aber... trotzdem. So geht es teilweise echt einfacher, als wenn du das mit diesem blöden Schneeflug machst. Aber ich kann da noch nicht mal wirklich, weil hier irgendwelche blöden Kollision-Dinger sind, kann ich das einfach nicht mal wegmachen, ne? Deswegen, ob man nun so Kalorien verbraucht oder so, spielt keine Rolle. Dann müssen wir das eben so machen. Dann macht er das auch weg. Ah, 85%. Gut, wir können es abschließen. Zack. Fertig. Du hast etwas Geld verdient, denke darüber nach, einen Schaber auf Rädern zu kaufen. Die Arbeit wird schneller vorangehen. Mr. Smith hat ihren Freunden empfohlen. Vielen Dank. So, und das heißt, jetzt kann ich das Ding hier mitnehmen, oder was? Oder wie läuft das ab? Gehört der jetzt mir, der Traktor? Kann ich den jetzt einfach so mitnehmen? Steht das nicht so ganz. Rosco E-Café. Da ist der Traktor, das ist Abholung, ja. Da ist Mrs. Smith, okay. Garage Einfahrt. Okay. Der gehört tatsächlich mir. Ich kann den einfach so mitnehmen. Gut, dann nehmen wir den einfach mit. Wo geht's hin? Nach da hinten. Irgendwie reicht das auch schon, wenn ich einfach hier drüber fahre. Braucht nichts großartig weiterzumachen.
So, was wollen die denn hier? Kleines Körper Schnee vom Grundstück. Rösko, okay, für Räume sind aufhören. Gilt im Schnee hinter dem Haus. Okay. Was denn? Alles klar. Komme ich hier durch? Kann ich das irgendwie aufmachen? Nee. Dann habt ihr kein Tor oder was? Komme ich ja gar nicht durch mit dem hier. Oder komme ich mit dem durch? Los, lass mich da rein. Nee, okay. Das klappt also nicht. Schade. Gut. Also war das umsonst. Muss man ein Teechen trinken. So, gut. Also die Stadt finde ich so ein bisschen lieblos. Man sieht keine Menschen, nix. Ist so... Ja. Aber ich sollte mal den Dings kaufen hier. Kann ich mich da irgendwie hinporten oder so? Leider nicht. Achso, haben sie ja ganz einfach gesagt. Keine Teleportation. Das wäre aber schön gewesen. 12 Nachrichten und ich krieg die einfach nicht weg, ne? Schade. Dann kommt ja irgendwann auch noch der andere Schnee. Es schneit ja irgendwann noch. Und dann ist es ja so, dass du dann alles wieder normal von vorne machen darfst. Oha. Rutschparty hier. Oha, oha. Wieder rutscht. Krass. Der Motor hört sich nicht gesund an. Überhaupt nicht hört sich der Motor gesund an. So, aber wir gucken mal, was wir Neues hier kaufen können an Werkzeug. Und dann brauchen wir auch ein bisschen Essen. 300, Alter. Guck mal, ich habe 150 verdient. Das ist ein Witz. Warum ist jetzt weniger Essen hier drin? Hä? Warum ist jetzt weniger Essen da drin? Das verstehe ich nicht. Egal. 1200 Kalorien. Nehmen wir mal gleich zwei Stück mit. Sehr gesunde Mahlzeit, okay. Und dann werden wir mal schön naschen hier. Mm. Gut, Kalorien ist voll. Das ist voll, super. Eigentlich sind wir gut. Uns geht super. So, Spiel speichern und dann gucken wir mal hier. Das ist fertig. Blau, okay, blau muss ich also noch machen. Okay. Kleiner Squipper. Ja, ich habe jetzt aber kein Geld dafür. Ach, scheiß drauf. Ich krieg doch bestimmt nicht gleich wieder Geld. So, einfach kaufen. Kaufen, zack. Jetzt habe ich einfach gekauft. Und mal kurz warten, bis er geliefert wird. Na los. Bring ihn mir. So, wir gucken mal, wie es aussieht mit dem Wetter. Okay. 5 Grad, also immer schön plus gerade, das ist okay. Gut. Gut, komm. Los. Besser, gut. Okay, jetzt fahren wir wieder zu unserem Auftrag. Mit unserem halb kaputten Auto. Der rutscht hier schön. Aber egal, wir düsen ja einfach durch. So. Da sind wir. Aussteigen. Der wieder immer hochportet, ne? Total krass. Okay, und jetzt geht's hier los. Den automatischen. Zack.
Shit. Okay. Mit Rollen dran und sowas, alles krass. 250 Kilo kann der nehmen. Okay. Sehr ungünstig, wenn das hier alles so hoch ist, ne? Sehr, sehr ungünstig. Einfach schön vor der Türe schieben. Das ist Riesenschnee hier. Okay, und jetzt probiere ich mal, den einfach wegzuschippen. Weg damit mit dem Schmutz. Jetzt ist der Schnee einfach weg. Er ist vernichtet. Verstehe. Man das erst alles zusammenschieben und dann einfach irgendwo hin kippen, da ist der Schnee weg. So läuft es. So viel weiter kommt man hier nicht. Nur stückchenweise voran. Das verbraucht riesen viel Kalorien. Reingucken. Hallo. Oha. So ein richtig verbogenes Bild. Alter, überall ist so ein Fernseher hier drin. Der geht's ja richtig gut. Okay, krass. Interessante Optik. Auf jeden Fall. Cool. Wie soll ich denn das alles wegkippen, Junge, ohne so ein anständigen Dings? Das ist echt krass. Angemessen gekleidet, ja. Ich hoffe, dass mein Overall das aushält. Ich muss sie irgendwie wegkriegen hier. So.
wo bleibe ich denn immer hängen? Oh. Blöden Laterne hier. Also schon krass, das ist auch schon echt anstrengend so ein bisschen. Ich will jetzt eine Lampe oder sowas? Nee, keine Lampe. Ich meine, ehe ich ja fertig bin, habe ich ja mein ganzes Geld schon aufgebraucht. Der einfach nicht mehr aufnimmt. Hier liegt einfach zu viel Schnee, statt dass er das einfach mal darüber kippt oder so. Kommt auch noch das Wetter dazu. Nimm mal einen schönen heißen Tee. Ich werde hier echt blockiert, ne? Ich kann irgendwie echt nicht. Also, es ist echt dumm gemacht. Also, ganz ehrlich, ich laufe hier einfach durch den Schnee und die riesen Dinger sind einfach komplett weg. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn schon Simulator ist. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, und schon ist der große Haufen aufgelöst und schon geht's weiter. Schon krass. Kann man auch einfach Schnee fegen. Diese großen Haufen machen, einfach drüber laufen. Schon ist alles weg. Das ist ganz komisch. Aber es ist ja nur ein Spiel. Oh, jetzt kommt das Sönnchen raus. Muss einfach nur durchs große, durch den hohen Schnee einfach nur durchlaufen, dann wird er einfach flacher. Und schon kann ich ihn bis da hinten hinschippen. V
verstehe nicht so ganz die Logik jetzt dahinter. Ja, ich habe keine Kalorien mehr und ja, es ist sehr, sehr zeitaufwendig, muss ich sagen. Okay, jetzt werde ich keine Kraft mehr haben. Ich habe aber nichts mit. Hast du Pech gehabt, da musst du dich ihm durchquälen. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich auf Null bin. Ah, da läuft der richtig langsam. Ach du Scheiße. Ganz, ganz toll. Ich glaube, bei Null bleibt er stehen einfach. Einfach so den ganzen Schnee wegsteppt hier. Das ist schon lustig irgendwie ein bisschen. Wie so ein Wegradierer ist das. Er radiert den ganzen Schnee weg. Und daher kommen auch diese dämlichen Flächen hier zustande. Gleich bin ich bei Null. Mal gucken. Es geht gar nicht weiter runter. Geht bis 100 Kalorien. Du kannst einfach weiter ackern. Das ist... Okay. Interessant. Durchstratzen hier. Und schon ist der hohe Schnee alles weg. Oh weia. Aber es soll wohl auch Teil des Plans sein hier von dem Spiel, dass man das einmal macht.
Weil irgendwie macht das ja Sinn oder soll das Sinn machen, dass man dann halt dadurch auch mehr Kalorien verbraucht. Wenn man durch hohen Schnee stratzt. Nur finde ich, ist das hier irgendwie nicht so ganz so durchdacht. Gut, ja, ich denke, das war's. Also so ganz hebt's mich ab. Also ich meine, was soll jetzt so besonders daran sein? Also man schiebt halt Schnee von einem Ort zum anderen. Interessant ist halt das mit der Kalorienanzeige, dass man halt essen muss. Aber es, ja, es macht dich halt nur langsamer. Du kannst trotzdem weiterarbeiten. Du musst nicht schlafen, du musst dich nicht ausruhen. Du kannst trotzdem einfach weiterackern. Ja, mit der Gradanzahl, mit kalt oder warm finde ich auch nicht schlecht. Ist auch eine nette Idee. Aber ja, du kaufst dir einfach im Laden hier 99 Thermoskannen. Ne, schleppst da einfach 99 Thermoskannen mit. Jeweils 1 Liter. Das sind erstmal 99 Kilo. Ja, die du da schon mal nur allein mit Trinken mit dich rumschleppst. Und dann noch die ganzen Werkzeuge, die du da hast. Und das System könnte man vielleicht ein bisschen besser machen. Vielleicht, dass man nicht so viel Schnee schippen muss. Oder dass es vielleicht weniger Kiloanzeiger ist. Weil ich meine, 250 Kilo. Wer hat in seinem Garten 250 Kilo Schnee? Ja, also da muss ja schon richtig Flut gekommen sein so. Und naja, weiß nicht. Also da könnte man noch einiges dran arbeiten. So an sich, ja, grafisch ist okay. Wie gesagt, es frisst ganz schön viel Grafikspeicher. Aber ja, also ich glaube, weiterspielen werde ich es nicht. Weil da gibt es bessere Spiele, die meine Zeit fressen. Und genau. Also, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr solche Tests sehen wollt, solche Gameplays, solche ja, solche Warnungen vor schlechten Spielen, will ich jetzt sagen, dann werde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo freuen. Und genau, schreibt mal drunter, ob ihr auch schon das gespielt habt und wie ihr das fandet. Ob da noch Besseres kommt oder ob es noch besser wird, keine Ahnung. Ich denke es nicht. Ich denke, das wird immer nur ein und dasselbe bleiben. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, tschüss.